Schlange stehen für Österreichs Entertainerin Nummer 1. Sie ist Vollblutmusikerin, sie ist ein Rockstar, intelligent, mit Botschaft. Immer extrem eloquent, immer nobel und trotzdem beinhart in der Sache. Ich bin schwer begeistert. Conchita legte im Wiener Porgy und Bess einen gelungenen Tourstart hin, kuscheln mit den Fans und die wichtigsten Fragen beantworten gleich inklusive. Könntest du mir eine Entschuldigung morgen für die Schule schreiben? Ja, das kann ich. Das kann ich. Und weißt du warum? Weil ich die Königin dieses Landes bin. Man spürt mich hautnah, man sieht hautnah, was passiert. Man merkt auch, was, wenn was daneben geht, aber es ist vollkommen... Ich muss sagen, ich hatte heute so einen Spaß, dass mir das fast egal ist. Die ganzen Hoppalas, die so zwischendrin passiert sind. Ich werde mich morgen dafür geißeln. Ich hatte so einen schönen Abend. Ich hatte so wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, die Reaktion des Publikums kann ich auch so deuten, dass es doch gut ankam. Im Sommer macht Conchita eine Pause, um ihr zweites Album zu schreiben. Bis dahin ist sie noch in 11 Städten und 3 Ländern live zu sehen. Es ist alles ausverkauft. Das ist der absolute Wahnsinn und ich freue mich so. Und heute mit dieser Premiere sind wir einfach so entspannt, dass wir wissen, der Rest wird einfach großartig, großartig, großartig wie dieser Abend.